Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Nur im Disney Channel. Hey, ich hab nachgedacht über den mondkraftbetriebenen Teilchenentschleuniger. Aha. Also, wie wäre es, wenn wir die Driftröhren zwischen den Gradientringen kürzen? Und dann eine neue Multizell-Energiequelle einbauen würden, die permanente Überhitzung der Ladeeinheit verhindert? Wirklich großartig! Tut mir leid, ich schlaf gleich ein. Ich gehöre ins Bett. Nicht jetzt schon. Ich hab noch eine geniale Idee. Willst du sie hören? Jetzt nicht, lieber morgen. Aber es geht um Sams Wolkenjäger. Komm schon, ich hab noch 80% Akku. Wir könnten... Nein, gute Nacht, Flat. Ich habe über deinen Vorschlag nachgedacht und ich stimme dir zu. Durch einen zweiten Heißluftkompressor käme mein Wolkenjäger mindestens doppelt so hoch in die Luft. Hab ich das gesagt? Ja, gestern. Abends am Telefon. Wir haben nicht telefoniert, Sam. Flint, wir haben ungefähr 3 Stunden telefoniert. Wir haben über Windströmungskräfte diskutiert, die Flugstabilität und ich habe dir mein Quarkschnittenrezept gegeben, das du unbedingt wolltest. Augenblick mal. Kurz sinnieren. Eine Hypothese formulieren. Daten konkludieren. Du hast nicht mit mir telefoniert, sondern mit mir telefoniert. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich habe einen Flint mit artifizieller Intelligenz entwickelt, der in meinem privaten Flint-Hub bleibt. Oh, Flat muss mein Adressbuch gehackt und bei dir angerufen haben. Mann, bin ich clever. Ich verstehe nicht, wozu du eine künstliche Intelligenzversion von dir selbst entwickelst. Menschen sprechen gerne mit sich selbst. Denk an deine Fantasiefreundin Patuti. Okay, das ist ja wohl etwas völlig anderes. Oh, das ist schon okay, Patuti. Das hat er nicht so gemeint. Hat er nicht. Schluss. Ganz ruhig, Patuti. Ich werde wohl mal ein Göttchen mit mir reden müssen. Das waren exzellente Vorschläge für mein Trainingsprogramm gestern Abend, Flint Lockwood. Meine Bizeps haben jetzt auch einen Waschbrettbauch. Aha. Siehst du das? Das war nicht ich am Telefon, aber ich werde es mir ausrichten. Oh, ey, ist das unsere Schule? Nein, es ist meine Schule. Und warum rufst du einfach bei Sam an? Wegen der Idee für ihren Wolkenjäger. Und kennst du schon ihre Quarkschnitten? Quark? Ja, strohtrocken. Wie konntest du Mr. Earl anrufen? Oh, na ja, mir war so langweilig und ich hatte noch 70% Akku. Wenn ich dich kurz erinnern dürfte, dass Sam meine reale Freundin ist und Mr. Earl ist mein realer Lehrer. Und du bist virtuell. Verstehst du, Flat? Nun ja, ich war so einsam. Und du lässt mich ja auch nie im Internet abhängen. Das ist nicht fair. Und ich bin nun mal unglaublich neugierig. Flat, es war ausgemacht, dass du in meinem supercoolen Flint Lockwood Hub bleibst. Oder kurz Flab. Außerdem gibt es im Internet doch hauptsächlich Katzenvideos. Ich mag Katzenvideos. Das tust du nicht. Ich hab dich nun mal nicht als Katzenvideo-Fan programmiert. Programmieren ist Glückssache. Okay, wie wär's mit einem Deal? Wenn du nicht mehr mit meinen Freunden sprichst, werde ich mehr mit dir sprechen. Und du schaltest mich nicht aus, wenn ich Sehnsucht nach Flint habe? Ist gut. Großes Nasenehrenwort? Geht klar. Großes Nasenehrenwort. Oh, hey, ich hatte noch eine geniale Idee, die ich dir erzählen muss. Zu spät, ich muss los. Ich muss los.